Welche Chancen siehst du bei Lightning gerade in Afrika für die Menschen dort? Lightning ist ganz wichtig für die Menschen oder für alle Menschen, die eher nur kleine Beträge verwenden können. Es ist natürlich im Moment so ein Spannungsfeld zwischen, wenn die On-Chain-Fees sehr hoch sind, dann ist es halt auch schwierig, einen Channel aufzumachen, wenn man in Selbstverwahrung die Bitcoin über Lightning senden möchte. Aber es gibt ja mittlerweile gute Überbrückungstechnologien. Also einerseits kann man natürlich für eine gewisse Zeit lang eine Custodial Wallet verwenden und das dann auch auf Liquid zum Beispiel sichern, wo die Gebühren immer noch viel niedriger sind. Aber Lightning ist sehr, sehr wichtig für die Bitcoin-Adoption in vielen Ländern, aber auch, ich glaube, in unseren Ländern. Wenn man darüber nachdenkt, dass man ja viele Dinge, das sind ja eher kleinere Beträge, die man zahlt. Und wenn dann die On-Chain-Fees so hoch sind wie, ich sag mal, 50 Euro, dann zahlt es sich nicht aus, irgendwo einkaufen zu gehen oder einen Kaffee damit zu bezahlen. Ja. Und für mich ist Bitcoin mehr als ein Investment-Tool. Für mich ist es auch ein Werkzeug für Menschen, um ihre Menschenrechte auch durchzusetzen und überhaupt Dinge bezahlen zu können oder im internationalen Verkehr an ihre Familien was schicken zu können. Und da ist Lightning auch sehr wichtig.